Karnevalsdienstag in Loma. Der eine oder andere pflegt seinen dicken Kopf. Und am Morgen gehen sie los, die Ätzebär-Treiber vom Ätzebär e.V. aus Loma. Ätzebär, was das ist, wer das ist, was da alles passiert, das erklärt uns gleich mal Peter Drossart. Aber erst lassen wir den Ätzebär, den Erbsenbär, erstmal etwas. So, Blätter, Bär, was hier. So, Bär. Ladies and gentlemen. Wir sind auf die Gesprochen. Ja, ja, wir dürfen uns bei der Firma Schleusen und dem ganzen Schmutz hier nochmal bedanken für die Nüsse. Nächstes Jahr kommen wir wieder vorbei mit einfach kräftigen Lumme. Lumme! Lumme! Raus mit euch! Jo! Und der Bärfest. So kommt in die Kurve nicht. Ja. Ja. Noch eine Wege weg. Heute Morgen, Karnevalsdienstag morgens, der Ätzebär. Der Ätzebär, was ist das überhaupt? Haben wir hier mal den Peter Drossart von der KG Aljecke oder Ätzebär? Was ist? Da ist er ja. Das ist ein Bär. Okay. Der Bär. Aber was hätte er jetzt mit einem Ätzebär zu tun? Also für die Nicht-Kölner, Moment, ich gehe mal zurück, damit ich den Ätzebär drauf habe. So. So, oder das, die kölschen Worte, die ich gerade gesprochen habe. Peter, die kannst du, Peter Drossart, ja. Die kannst du mir jetzt mal übersetzen. Der Ätzebär, das ist ein alter Brauchtum, Fröhlichkeit im Straßenkarneval. Wir sammeln hier in Loma für das Deutsche Rote Kreuz und für behinderte Menschen oder bedürftige Menschen, die eben durch Katastrophe oder plötzlichen Tod der Eltern dann wenig Geld haben, wo wir dann eben zu den Eltern... Okay, was bedeutet Ätzebär? Der Ätzebär, der bedeutet... Der Ätzebär bedeutet was? Erbsenbär. Der Erbsenbär. Also ne? Erbsenbär, so weit wäre ich auch schon gekommen. So, und ihr macht das jedes Jahr und zieht hier durch die Stadt Loma, ja. Besucht... Die einzelnen Firmen. Die einzelnen Firmen. Macht euren Spruch, den wir gerade gesehen genau. Haben, und sammelt dadurch Geld. Genau. Erbsen, der Erbsenbär heißt ein mit Erbsen oder Getreidestroh verkleideter Mann in zahlreichen Gegenden unseres Landes bekannt. Die Erbsen und das Erbsenstroh. Das ist alles Stroh? Sind Symbole der Fruchtbarkeit. Und wie lange macht ihr das schon? Wir machen das fast 35 Jahre. 1976 ist er wiederbelebt worden. Ich finde das toll. Die stehen alle hier so drumherum, haben mich heute Morgen gebeten, hier hinzukommen. Jeder hat was zu sagen, aber statt die hinter die Kamera kommt, auf die Idee kommt. Ja, dafür haben wir doch die Pizza. Wir sind zwar noch kameratauglich, aber es geht ein bisschen schwer von den Lippen herunter, da wir anstrengende Tage hinter uns haben. Ne? Und ich denke, nur die Frauen haben die Tage. Ja, die Männer kriegen die auch ab und zu schon mal. Die anstrengende Tage. Kommt doch mal ein bisschen hier rüber. Mal eine Frage zwischendurch. Ätzebär, vielleicht kann mir da einer von den anderen, du kannst ja nicht reden, du bist ja der Ätzebär. War es spät gestern? Ja. Oder früh? Früh diese Morgen. Es ging so einigermaßen. Die eine sagen so, die andere so. Woher sollen wir das wissen? Also der Bär, der ist ausgeruht. Also der hat ja Winterschlaf. Der war früh im Gerade aus dem Winterschlaf aufgestanden, ne? Genau. Wer sagt jetzt? Der ist aus Sibirien, der Bär, der versteht die Kölsch. Der älteste Bär, der tritt auch auf bei Karneval, Kirmes, Ernte, Dank, Hochzeiten und sowas, wenn wir dann angemeldet. Der liest doch nicht ab, ne? Angemeldet, nee, weil der Blödsinn noch raus. Angemeldet werden, dann gehen wir auch dahin. Ne? Und wie lange geht das Treiben heute?
bis 18.30 Uhr. Und überall kriegt man Schnaps? Nein, nicht überall. Wir können zwar überall einen Schnaps bekommen. Das war mal ein schöner Brauch, der leider gestorben ist. Aber dann, wenn wir das ja vielleicht noch ändern. Nicht mehr, ne? Nein, dann würden wir das nicht mehr schaffen. Wir wollen ja Geld einsammeln für einen guten Zweck. Und wenn wir besoffen sind, dann können wir kein Geld einsammeln. Und das wollen wir ja nicht. Wir schmeißen es euch raus. Nicht nur rausschmeißen. Auch nicht mit dem Geld. Das nur, wie gesagt, das sieht dann schlecht aus, ne, wenn man besoffen hier durch die Stadt Loma wandert. Und das muss ja nicht sein. Dann sagen sie alle, wenn der kommt, der Drost, dann ist mir doch voll. Nee, aber keiner sieht, das sind alle, wenn du besoffen bist. Keiner sieht, wenn du Durst hast. Ne? Genau, das ist ja, ich bin ja selten besoffen. Ein Lachen aus dem Hintergrund. Selbst der Bär schüttelt sich. Und heute Abend haben wir noch die öffentliche Auszählung, ne, was wir heute gesammelt haben. Das wird öffentlich ausgezählt und dann im Zelt von der Aljecke und das wird dann heute Abend an das Rote Kreuz übergeben. Okay, dann wünsche ich euch für den weiteren Tag viel Erfolg. Dankeschön. Dass viel Geld reinkommt. Ja, letztes Jahr hatten wir 1424 Euro eingesammelt. Wir hoffen, dieses Jahr etwas zu toppen. Alles klar. Ja. Dann, so im Ganzen haben wir ungefähr so 35.000 bis 40.000 Euro in der Zeit gesammelt für Menge, ne? Diese Zwecke. Ne? Dann viel Spaß noch. Vielen Dank. Die ganze Truppe. Alles aus oder alle aus den KG Aljecke oder? Nein, nicht alle. Ne? Nein. Wir sind eine eigene Fall. Aljecke sind alle, ne? Wir sind ein eigenständiger EV. Ich nicht. Der EZBR. Und wie gesagt, ein Teil aus den Aljecken, von der Feuerwehr, vom Roten Kreuz. Aus Österreich. Verein der Bärenschützer. Aus Österreich. Ja, der Bärenschützer aus Österreich. Okay, dann viel Spaß. Und vielen Dank. Ich begleite euren Abmarsch. Peter, danke, dass du da warst. Und das Travel-Chinet. Gehen Sie hin, die Erbsenbeeren, nein, die Beerentreiber des Erbsenbeeres. Eine schwierige Geburt, aber hat trotzdem geklappt. Da ziehen Sie von dannen, quer durch Loma. Wobei das quer im Moment eher... Da fährt er nicht gefahren, ja? Ende von Loma ist. Das Ortsende. Nicht das Ende von Loma. Hallo?